Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin's wieder, euer André. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play hier bei Neverwinter Online. Ja, los geht's mit unserer Story-Geschichte. Story-Geschichte, Doppelwort. So, rauf geht's aufs Pferd. Und aktuelle Aufgabe, Wolfsbau. Wir hatten ja hier die Endbosse, die Bosse alle besiegt. Mal gucken, ob wir hier mal schnell vorbeirennen können. Yes. Dann gehen wir mal unsere Aufgabe ab bei Kollege Andreck. Es ist vollbracht. Dann wird unser Stamm vielleicht endlich wieder friedliche Zeiten erleben. Eure Taten werden nicht vergessen werden. Der Segen des Schlachtvaters muss auf euch ruhen. Dessen bin ich mir sicher. So, und damit bekommen wir die Belohnung zur Stufe 8. Und kriegen ein bisschen Silber und einen neuen Talisman mit der Gegenstandsstufe 400. Yes! So, zurück in die Stadt. Ihr habt hier in Velost Großes geleistet. Unser Volk wird das nicht vergessen. Dennoch müssen wir diesen Kampf allein zu Ende bringen. Es ist an der Zeit, dass ihr zu der Stadt zurückkehrt, aus der ihr einst kamt. Vielen Dank, Abenteurer. Gerne. So, lass uns mal kurz in die Taschen gucken. Ich möchte gerne mein neues Schmuckstück ausrüsten. Mal. So, was haben wir noch Schönes? Sonst ist nichts weiter. Den Rest, glaube ich, den können wir dann nämlich verkaufen. Kann man den hier irgendwo verkaufen bei irgendjemand? Guck mal, sie hier. Bei ihr kann ich das, glaube ich, verkaufen. So. Verkaufen geht nicht? Warum nicht? Warum kann ich nicht bei ihr verkaufen? Vermögen. Verkaufen und zurückkaufen. Guck mal. Mach das mal so. Ne, geht nicht. Ja, warum kann ich das verkaufen? Dieser Gegenstand kann nicht verkauft werden. Okay. Der auch nicht. Der schon. Okay. Ja, sowas ist natürlich schon doof. Damit mülle ich mir eigentlich immer mein Inventar voll, was ich ultra schlecht finde. Aber das ist bei vielen Spielen so. Man die Sachen hier nicht verkaufen kann. Boah, ist echt eine Menge. Boah, alle Sachen, die ich eigentlich so kann nicht verkaufen. Okay. So, auf Wiedersehen. Schließen. Genau. Kann ich es am wenigsten zerstören? Entsorgen kann ich es. Ah ja. So, wenn ihr diesen Gegenstand entsorgt, erhaltet ihr Veredelungspunkte. Ach so, läuft es. Auch bei den Sachen hier? Entsorgen. Krass, da muss ich umwandeln eingeben. Okay, dafür braucht man dann schon mal Zeit, um das alles einzugeben. So, zurück in die Stadt, zur Feldwebel Nox zurückkehren. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Was ist denn hier? Gebiet verlassen. Ah ja, guck mal, da ist eine Karte auf dem Tisch. In die Enklave geht's zurück. So sieht's aus. Dann bin ich mal gespannt, was der Herr Nox zu uns zu sagen hat und welche Aufgabe uns er jetzt als nächstes geben wird. So, willkommen zurück in der Enklave. Das haben die auch die Jahre über umgebaut. Leute, die natürlich schon lange spielen, die wissen das, aber früher hat der Feldwebel da oben nämlich gestanden. Und dann musste ich da immer hin. Aber der hat jetzt hier sein eigenes Häuschen. Ich weiß gar nicht, was war hier vorher eigentlich drin. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber da siehst du, da bauen die das in den Jahren einfach mal um. Und die NPCs, die ziehen einfach mal um.
Ah ja, die haben auch ihr eigenes Leben, wa? So wie wir umziehen mit unseren Wohnungen, ziehen die ja auch einfach mal um. Aber auf jeden Fall hat er jetzt eine bessere Bude. Davor stand er nämlich immer draußen. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Aus dem Wald zurück, was? Schön, dass ihr wohlbehalten nach Neverwinter zurückgekehrt seid. Okay. So, als nächstes haben wir Sendschreiben, Auktionen und Diamanten. In der Protectors Enclave finden sich viele Waren und Dienste. Und es wird höchste Zeit, dass ihr mehr über die Stadt erfahrt, die ihr gerettet habt. Schaut doch zunächst einmal beim Postboten, beim Auktionator und bei Riggs, dem Händler für Astraldiamanten, vorbei. Oha. So, und die Werkstatt? Ah, Abenteurer. Gut, dass ihr bei mir vorbeischaut, denn ich weiß von einer Sache, an der ihr vielleicht Interesse haben könntet. Ihr kennt doch sicher die große Werkstatt beim Marktplatz der Sieben Sonnen. Der Besitzer sucht derzeit nach einem neuen Verwalter. Eine Position, die einen geborenen Anführer erfordert, und ihr wäret perfekt dafür geeignet. Das habe ich dem Besitzer natürlich auch gleich gesagt und ihm bereits angekündigt, dass ich euch zu ihm schicken würde. Hört euch einfach an, was er zu sagen hat. Ihr könnt dann ja immer noch ablehnen. Okay. Anhören ist immer gut. Anhören ist immer gut. So, wer ist das hier? Der Postbote. So, ja, die sind schon ein bisschen älter. Gut, auf jeden Fall, außer das hier. Das von gerade eben. Als Anerkennung für eure beeindruckenden Taten möchte ich euch der Loyalität einen Rabatt auf sein VIP-Abenteuerprogramm anbieten. Solltet ihr daran teilnehmen, dann werden sich eure zukünftigen Reisen noch mehr auszahlen. Unterzeichnet Lord Dagwood Neverember. Vielen Dank. So, oh, krass in Englisch. Lass mal lieber. Und die anderen, ja, wie ihr seht, schon ein bisschen älter, von 2015. So, hier oben haben wir den Auktionator. Der war doch früher auch woanders. Die waren alle da hinten. Mal gucken, was da jetzt eigentlich ist. Ja, Auktionshaus kennt man. Ja, muss ich nicht viel dazu sagen. Kann man Sachen kaufen, verkaufen. Und ich habe, so viel habe ich, ja. 10.000 Astraldiamanten. Ja, sehr verrückt. Kann ich natürlich mal gucken hier, was es so für Gegenstände gibt. Achso, sollte ich natürlich in meinen Levelbereich gucken, aber gut, das macht jetzt erstmal keinen Sinn. Ich level ganz entspannt. Und dann bekomme ich auch meine Ausrüstungsgegenstände. Oha, das sieht aber auch lecker aus hier. So, wer bist du? Die täglichen Quests, ah ja. Werden müssen. Könnt ihr mir über Astraldiamanten sagen? Riggs weiß alles über Astraldiamanten. Zufällige Wartelisten. Ihr erhaltet pro Astraldiamanten für den Abschluss der verschiedenen zufälligen Wartelisten. Wählt eine zufällige Warteliste im Wartelistenfenster aus, um genauere Informationen zu erhalten. Veredelte Astraldiamanten. Pro Astraldiamanten müssen zunächst veredelt werden, bevor ihr mit ihnen Käufe tätigen könnt. Ihr könnt täglich auf euren Account bis zu 100.000 Astraldiamanten veredeln, indem ihr im Inventar Reiter Vermögen auf Veredeln geht. Danke, Riggs. Danke, danke. Inventar, was hat er gesagt? Ich hab's vergessen. Mal hier Vermögen. Ach hier, guck mal. Veredelungspunkte 173. Oh, habe ich gar keine. Aha. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, ich hatte ja mal öfters mal erzählt, wer es vielleicht noch nicht weiß. Also, dieses Spiel, also sagen wir mal die Firma hier, und weil die machen ja zum Beispiel auch Star Trek Online, die haben, ich würde jetzt schon sagen, das fairste Free-to-Play-Modell, was es gibt auf diesem Planeten. Und zwar diese Astraldiamanten sind deine Kaufeinheiten. Ja. Nur nochmal für die Leute, die es nicht wissen, du kannst in den Zen-Markt gehen
Und kannst hier zum Beispiel irgendwas kaufen. Ja, also die, du hast ja diese Zens. Hier gibt es auch VIP, bla bla bla. Auf jeden Fall kannst du, warte mal, Dienste. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo es ist. Nee, das ist gegen Geld. Aber was ich euch damit sagen will, ist, dass ihr, wenn ihr genügend Astraldiamanten habt, dann könnt ihr das eintauschen in Cents. Also ihr könnt eigentlich mit eurem Fleiß, das ist das Free-to-Play-Spielen, könnt ihr euch Wertgegenstände kaufen. So, das ist es halt. Ja? Dauert natürlich alles so seine Zeit. Und dann ist es halt noch so, was noch krass ist, ihr könnt diese Einheiten, also wenn ihr Cents habt, könnt ihr das in das andere Spiel, also Star Trek Online, könnt ihr es transferieren. Und könnt es da dann ausgeben und könnt euch davon ein Raumschiff kaufen oder so. Das finde ich schon krass. Ja, also was früher, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber auf jeden Fall war, also sowas ist schon richtig klasse, muss ich sagen. Ich wünschte, ihr hättet mehr Zeit, euch mit der Stadt vertraut zu machen. Doch wie es ausschaut, gibt es noch andere Angelegenheiten, um die ihr euch kümmern müsst. Ah, das Sightseeing ist vorbei. Der Fluch von Ebon Dawns. Ich habe den Seelenlenker Jasper Soulhearth mit einem Kontingent Wachen nach Ebon Downs in den Süden geschickt. Ihre Mission war es, den Netheril-Nekromanten Idris davon abzuhalten, eine Untotenarmee zu erwecken. Weder Soulhearth noch einer der von mir mitgeschickten Wächter ist zurückgekehrt. Ihr müsst für mich herausfinden, was passiert ist. Trefft euch in Ebon Downs mit dem Tavernenbesitzer Melville Stoutheart. Er ist ein alter Freund und wird euch sicherlich mehr erzählen können. Okay. Also hier in Neverwinter ist auch ein Ding nach dem anderen ist hier los. Ich habe eine Belohnung bekommen. Immer, nee, nicht das, sondern F2. Belohnung abholen. Ja, cool. Luftrolle des Lebens, Verstärker, nimmvoller Beutel. Was ist mit dem Beutel? Eine Tasche mit 42 Inventarplätzen. Boah, cool. Cool, guck mal. Jetzt habe ich zwei Taschen. Wie geil ist das denn, Junge? Das ist ja toll. Was war das andere? Ah, okay. Lebenauffüllung. Aber das ist ja toll. Hier unten, Ebon Dawn. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ah ja, ich kenne das auf jeden Fall noch. Ja, die Gegend ist auch cool. Das ist eine coole Map. Und, oh ja, gibt's ein kleines Intro. Ebon Dawn. Sehr gut gemacht. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. So, aber da kommen wir auch schon wieder zum Ende. Let's Play ist schon wieder, ja, leider zu Ende. Und ihr habt doch bestimmt Lust auf mehr. Ich auf jeden Fall auch. Ich freue mich sehr darüber, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und natürlich über euer Abo. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer André. Tschüssi.